Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Es ist wirklich, wirklich spannend. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in der Nähe vom Ende. Jemand anderer soll hier raufkommen. Wir wollen die Arbeit wieder abgeben. Ja. Erledigt ihn. Ich wusste, dass es so enden würde. Was? Billy, was willst du? Es ist wie das Dojo im Jedi-Tempel. Aber falsch. Verdorben. Und jetzt, was machen wir? Stellen wir mit denen an? Das juckt die gar nicht. Okay. Aber ich kann nochmal interagieren. Warum kann ich nochmal interagieren? Check ich. Ja, aber ich will das doch so haben, oder? Ist das gemein, oder? Kann ich das einfach runterstellen? Und die juckt es gar nicht, dass da hoch und runter gestellt wird. Hm? Hä? Warte mal. Du zeigst mir den Weg. Die ist nicht mehr lange verschlossen. Okay, na gut. Na dann. Langsam, ihr Feiglinge! Selbst verwundet! Den wollte ich gar nicht. Lass sie nicht entkommen! Lass ihn. Ich muss mein Laserschwert, mein Lichtschwert aufteilen. Nur hinaus! Gut, schön, dass wir das klären konnten. Freut mich, dass du dich freust. Also, was hast du? Oh, da kommen schon die nächsten rein. Ich habe einfach Escape gedrückt. Och, mir egal, was ihr macht. Imperiales Dojo. Der Trainingsraum der Inquisition, in dem Inquisitoren und Auslöschungstruppler an ihren tödlichen Fähigkeiten feilen. Mittels einer gnadenlosen Indoktrination von Kampf und Stärke bereiten sich die dunklen Agenten des Imperiums auf ihre eingeschworene Mission vor. Die auf Furcht basierende und missbräuchliche Natur dieses Trainings ist das genaue Gegenteil der Ausbildung im Jedi Temple of Coruscant. Der hat den Flammenwerfer. Zerschmettere ihn. Benötige Wartung. Ja. Er bringt alle um. Er entkommt uns ständig. Hey, hab ich den nicht gehackt? Okay, doch, er war gehackt. Das sah aus, als wollte er mich angreifen. Ach, guck mal, ihr Süßen. Hä, was soll das denn hier? Lass sie nicht weglaufen! Sind wir gut genug für den Sieg? Tun sie nicht zu viel Brühe. Ja, ich weiß. Wir sind mittendrin in ihrer. Er ist zu schnell für uns! Ja! Ich finde es so toll, dass die sich immer gegenseitig wegsprengen. Ganz ehrlich, die hauen immer auf. Kämpfe gegen mich, Jedi! Mann, ich muss mich echt mit jedem rumprügeln, den ich schon mal hatte. Das war nicht okay. Und dann? Sag richtig zu! Ohne Zeitverschwendung! Ich lade mich auf! Ich lade mich auf! Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ist ja perfekt, dass da welche mit, Kämpfe gegen mich, Jedi! Ja? Vielleicht noch mal! Wer hat den Feind im Auge? Und da kommt, schieß doch nicht! Nee, ich bin doch abgerollt, was soll das? Locker Angriff! Komm her, komm her, komm her, komm her! Wer schießt auf mich? Wer tritt zuerst? Nein! Und der Feind ist wendig! Nee, ja! Es ist so nett, dass die den für mich weggeballert haben, ne? Ja, du bist sowas von geliefert, es tut mir auch mega leid.
wollten wir direkt mit dem Raketenwerfer eine knallen. Oh. Okay, ich kann mich hier nochmal entspannen. Na, da gibt es wahrscheinlich gleich nochmal richtig Stress. Oh, guck mal, wie knapp das einfach ist bis zu einem Fähigkeitenpunkt. Nee, nee, nee. Aber wir brauchen keine Fähigkeiten. Wir haben es drauf. Hecke. Kein Problem für dich, oder? Los, 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 los. Der Jedi, er ist im Verhörflügel. Die Jedi Ellenblock. Sind nichts als Verräter. Erledigt ihn. Sein Ende ist nah. Greife den Feind an. Da habe ich gerade eine Attacke gemacht, von der ich gar nichts mehr wusste. Schön, jetzt habe ich einen Fähigkeitenpunkt. Da, 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 da. Ich weiß, was ist, ne? Oh, sorry. Die hocken hier überall, die Leute. Okay. Immer drauf. Verstanden. Ich glaube, ich soll nach unten, oder? Ich glaube, höher komme ich gar nicht. Wir gehen einfach mal auf diese große, unauffällige Tür zu. Ich glaube, die, ist gar keine Tür. Denn halt nicht. Dann gehen wir auf die andere Seite. Vorrücken. Die bleibt doch eh da oben. Aber das da, ist das eine Tür? Oder ist das alles nur schon... Da komme ich nicht raus. Das ist gemein. Ich dachte, ich kann da durch, aber ich kann da gar nicht durch. Okay. Was soll das heißen? Wie schaffe ich das? Schießt auf mich, ich lasse es abprallen. Das ein bisschen... Na komm. Ja, ja. Cal, ich bin in der Nähe, aber hinter einer Panzertür. Da muss eine Konsole sein. Bitte lass mich laufen. Ich mag nicht, wenn die einem die Kamera festhalten. Kannst ja kurz einmal hinschwenken oder so. Aber halt mir nicht meine Kamera fest. Also wenn sie das nicht alleine gibt, dann muss ich auch nicht. Ja, genießen Sie das Entertainment. Bisschen aggro findest du nicht? Das war beeindruckend. Wie fühlt ihr euch? Sorg dich nicht um mich, wir haben eine Aufgabe. Aber es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber wir hatten nicht wirklich eine Wahl, oder? Ja, verstehe. Gehen wir weiter. Ja, bringen wir es hinter uns. Ich will laufen. Von Thriller? Nein, noch nicht. Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir. Ja, ganz genau. Sie lenkt die ab. Indem sie sie umbringt. Was? Das muss ein Turbolift sein. Damit kommen wir hier raus. Okay. Festungszitadelle. Alles sehr übertrieben. So. Ja. Ja. Ey, das war direkt vor ihm. Der hat auf einmal verlernt, wie man sich festhält. Alles überfordert. Wir nähern uns. Gut. ED1. Was? Ist ein echter Freund. Was habe ich noch nie getan? Sicherheitssysteme. Die Sicherheitssysteme innerhalb der Festung bilden ein komplexes Netzwerk von Brücken, Flügeln, Toren und Portalen. Mittels einer mehrstufigen Ausfallsicherung kontrolliert das Imperium jeden Winkel der Anlage und kann auf jeden Sicherheitsverstoß umgehend reagieren. Bei Bedarf kann die gesamte Festung zerstört oder überflutet werden, um die Flucht von Gefangenen zu verhindern. Sehen. Fortschrittlich. Reizend. Für das Imperium. Ah. Die unauffälligen Kanonen. Zack und zack. Halt dich fest. Er kann sich nicht festhalten. Du fällst zurück. Er kann sich nicht festhalten. Willst du noch mehr? Oh, er will noch mehr. Wir haben sie gebrochen.
Verhörkammer. Die zentrale Verhörkammer der Festung ist eine Folterkammer. Ja. In der gefangene Jedi und Machtnutzer mittels einer schrecklichen Prozedur zu Inquisitoren gemacht werden. Auf direkten Befehl von Imperator Palpatine dient diese Einrichtung in der gezielten psychischen und physischen Willensbrechung von Gefangenen, um diese zu zwingen, der bösen Indoktrination der Inquisition nachzugeben. Dies ist der Ort, an dem Jedi sterben und Inquisitoren geboren werden. Vollständig. Und auf die dunkle Seite gebracht. Ja, passiert, ne? Sie hat den Besten. Wäre doch süß gewesen, oder? So ein Meister Yoda. Schwarz und so. Ja. Noch eine verschlossene Tür für dich. Natürlich ist alles verschlossen. Und jetzt wartet man schon auf uns. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Es ist eine Falle. Und dann wollen sie uns bestimmt auch brechen, aber... Ich habe mich verklickt. Nicht schnell genug. Wie die mich immer schubsen muss, die Frau. Komm her. Kämpf gegen. Also kämpft ja schon. Ich meine, wenn ich so gemein. Schubst sie mich weg, dann muss sie mir hinterher rennen. Hier durch und dann nee, den bin ich immer noch mit am besten, den Angriff. Genieße die Todesqual. Schwache Technik. Nein. Der wäre ja dreimal darunter gefallen. Du hast sehr viel durchgemacht und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät, aufzuhören. Aufhören? Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals lebend von hier wegkommen. Du kannst nicht entkommen. Gewesen. Was war denn diese Klickerei? Kann sich selber auf ihr Zeug laufen. Komm. Jetzt wird's gleich richtig witzig. Ich muss das tun. Ja, wie ist es vorbei, Triller? Gefühle. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich kenne diese Dunkelheit in dir. Sie frisst dich auf. Jeden Tag entscheiden wir, ob wir sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, Seer. Nein. Ist es nicht? Ich weiß, dass meine Entscheidungen dir all deine geraubt haben. Ich habe dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Und das tut mir unendlich leid. Ich hab dich so sehr gehasst.
cool, wie cool, wie cool. Hi, Annie. Okay, das sieht nicht gut aus. Ist es auch nicht. Er kommt. Ihr habt versagt, Inquisitorin. Rächt uns! Klüger, sich zu ergeben. Ja. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool ist das bitte? Ergib dich. Wir sehen, was der macht. Auch in der Wand. Wir sehen, was der macht. Aber ich darf nicht, oder? Ich kann ihn nicht. Ich sehe ihn nicht mal. Ach, warum hat mich nicht an der Kante festhalten, der Junge? Der macht mich fertig. Ja, ist okay. Lass mich doch respawnen. Mich doch, warum kann er sich nicht an der Kante festhalten? Das macht die ganze Dramatik kaputt. Los jetzt, los, los, Kerl. Los, 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 Kerl. Ich wollte doch nur mal gucken. Ein bisschen gucken wird doch wohl erlaubt sein. Es ist so schön, es ist so schön. Schön, los geht's. Oh, ich freue mich so. Oh, dass das mehr Spaß macht. Einfach mit dem Halfwader. Ach, das freut mich. Das finde ich toll. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Los, weg hier! Na? Krass, da ist er schon. Komm! Der macht die Tür wieder her. Oh. Okay, der hält den Aufbauzug an. Pass auf, der kommt gleich. Oh, was, taktischer Leitfaden? Ja, Darth Vader, da ist er. Hi. Nur wenige überleben eine Begegnung mit dem mächtigsten Sith der Galaxis. Flucht ist die einzige Chance zu überleben. Darth Vader, der dunkle Lord der Sith, ist eine mysteriöse Gestalt innerhalb des Imperiums. Begegnungen mit diesem maschinenartigen Mann sind selten, meist aber tödlich. Ausgebildet in der dunklen Seite der Macht befehligt Vader die Inquisitoren. Oh ja. Oh ja. Ja, ich bin jetzt wieder ewig in dem Aufzug. Das macht wieder die ganze Stimmung kaputt. Ich weiß, so ewig war es nicht. Die Musik ist noch da. Wir haben ihn abgehängt. Du hast ihn nicht abgehängt. Ich schwöre dir, du hast ihn nicht abgehängt. Ich enttäusche dich nicht. Keiner, hörst du mich? Sie antworten nicht. Werden sie. Ich bin ganz sicher. Reese, ich bin hier. Auf dem Weg zur Oberfläche. Sei bereit. Ich habe das Holocron. Aber sie sind geschafft. Wer? Ich hab's. Danke, mein Kleiner. Nein! Oh, wie schnell. Übergib das Holocron. Das gebe ich euch nie. Abwarten.
Exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das. Nein, nein! Ja. Stark mit der dunklen Seite. Sie. Ich kann sie in dir spüren. Sie. Hey, Herr Mittler. Ihr habt noch eine Wahl. Das ist ganz schön weit nach oben. Du könntest dich mit ihr abwechseln. Ach, deine Freundin kommt, natürlich. Wie süß. Geschafft! Pass bloß auf, Kerl! Wo sind sie? Ja, da draußen sind sie. Oh, warte! Halt, Moment! Verzeihung. Das warst du im Wasser, nicht wahr? Zum Glück bist du okay. Er war die ganze Zeit bei dir. Danke. Jetzt küsst euch doch. Nehmt euch ein Zimmer. Macht ein paar süße kleine Babys. Ja, was? Hey. Hey. Und was jetzt? Tja, Captain. Ich brauche Ihr Schiff nicht mehr. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Danke, Grease. Also, wenn sie nichts ausmacht, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht noch bleibe und sie an ihr nächstes Ziel bringe. Außerdem sieht der Kleine zu mir auf. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Aber nicht durch uns. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden. Das habe ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen. Also es war eine Option, aber... Und wohin jetzt? Ja, wir haben es wirklich. Ich habe gerochen, dass es das jetzt... Na, dass wir uns am Ende nähern. Und ach, wie war das schön, dass da Darth Vader war. Das hat mich richtig gefreut. Oh, Entschuldigung. Hier bin ich. Hi, das hat mich ja richtig gefreut. Nicht noch irgendwie... Oh ja, wir können das abbrechen und ich glaube, das war's dann auch, nicht wahr? Und? Ja, das war's.
Ist das neue Reise Plus? Mist, ich hab's nicht gesehen. Meditationstraining verfügbar. Ja, nein. Kosmetikobjekte, alle Lichtschwertfarben, zusätzliches Charakter aussehen. Weiß ich nicht. Ich meine, das ist ganz nett, wenn man es irgendwann nochmal spielt, aber jetzt haben wir es geschafft. Oh mein Gott. Und ich finde es so cool, dass Darth Vader da war. Nicht kommen sehen. Habe ich wirklich nicht, gar nicht kommen sehen. Hat mich mega gefreut. Auch er ist gut rübergekommen, finde ich sehr mächtig cool drauf. Ja. Schaut euch gerne auf meinem Kanal um. Abo und ein Like würde mich sehr, sehr freuen. Wirklich sehr. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.